Hallo zusammen, im heutigen Video zeige ich euch, was ich mit meinem Beta FP75X HD alles angestellt habe, um ihn ein bisschen zu modden und zu tunen. Bis gleich! Zuerst mal kurz zum Batterieproblem in Anführungszeichen. Die Originalbatterien sind bei meinen Standardhändlern alle nicht verfügbar. Beta FP hat für diesen Quadcopter eigentlich 3S, 300 mAh HV Lipos hergestellt. Das ist nicht die 2S Version mit den 9000 kW Motoren, sondern das ist die 5000 kW Version. Und ich habe vom 85er habe ich noch ein paar von den Akkus. Das sind 450er, 3S. Natürlich ist das Gewicht etwas höher, das ist ganz klar, hat nicht ganz dieselben Flugeigenschaften, aber man merkt nicht einen großen Unterschied, außer dass die Flugzeit einiges höher ist. Ich habe auch 500er Akkus oder 550er, die finde ich dann schon ein bisschen gar schwer, aber mit denen fliegt es sich ganz gut. Damit das nun geht, habe ich das so gemacht, dass es schon wieder verrutscht, aber egal. Ihr seht, um was es geht. Also, die Idee ist, wenn ihr die Akkus, je nachdem, was ihr für Akkus verwenden wollt, hat es sogar auf der Homepage von Beta FPV eine entsprechende Anleitung, wie ihr diesen Cage, wenn ich den mal so sagen kann, zurechtschneiden könnt, damit ihr die Batterien so reinschieben könnt, wie das angedacht ist. Nur ist das viel zu eng, um zum Beispiel solche Batterien reinzubringen. Was ich nun gemacht habe, ist, ich habe alles rausgeschnitten, was sie gesagt haben und zusätzlich diese Verbindung hier und hier auch weggemacht. Das ist für die Stabilität vielleicht nicht das allerbeste, aber ich habe keine bessere Lösung gefunden. Dann habe ich ein Velcro zurechtgeschnitten und unten durch eingefällt. Dazu müsst ihr den Flugcontroller ausschrauben, das sind diese vier Schrauben hier. Könnt ihr den ein bisschen anheben und dann könnt ihr das unten durchfällen. Ihr müsst aufpassen, dass ihr die Kabel nicht verletzt, hier, sonst könnt ihr eure Motoren kaputt machen. Wichtig ist, dass die normalen Velcro-Straps, die wir von den Quadcoptern kennen, leider nicht funktionieren. Die haben ja diese Schlaufe dran, wo ihr das nach hinten spannen könnt und anziehen könnt. Das hier, wie ihr seht, ist ein Thermal Take Velcro. Thermal Take ist ein PC-Hersteller, Computer Parts und es wohl von einem Netzteil oder irgend so etwas habe ich dieses Velcro verwendet. Das hat auf beiden Seiten über die ganze Länge die entsprechende Oberfläche, so dass egal wie ihr das anmachen möchtet, dass das hält und ihr da nicht eingeschränkt seid von diesem nach hinten Spann. Dann zusätzlich, damit die Batterien nicht rausrutschen, das hatte ich bei übleren Crashs, aber nicht wirklich beim normalen Fliegen, habe ich ein bisschen Anti-Rutsch-Gummi, da könntet ihr auch das Umagot Grip und so weiter verwenden. Das ist etwa dasselbe, etwas das billigere. Und das habe ich dann hier reingemacht. Nun kann ich problemlos hier Batterien gut befestigen, indem ich das da gut anziehe, rüberspanne. Und die sind wirklich, das hält sehr gut. Das ist kein, das kommt nicht lose. Außer ihr habt einen ganz, ganz üblen Crash. Das kann ich euch empfehlen, somit seid ihr viel weniger abhängig von den Batterien von Beta FPV selbst, denn ich habe nun inzwischen doch ein paar Beta FPV und ähnliche Kopter in der Dimension und jedes Mal immer neue Batterien zu kaufen ist nicht unbedingt praktisch. Dann zum nächsten Punkt, ein relativ wichtiger Punkt aus meiner Sicht. Normalerweise ist dieses Kabel hier, das kommt vom Flight Controller und geht an die Kamera, ist hier eingesteckt. Und wie ihr seht, das hat schon ziemlich gelitten, da sind schon Dinge reingedrückt, da hat es auch sehr viel Rasen drin von nicht kontrollierten Landungen. Und dieser Stecker hatte bei mehreren Beta FP, ich weiß mindestens drei, wo der so eine Art Wackelkontakt hat. Nicht immer, nicht beim Einschalten, nicht beim Normalfliegen, aber kaum habt ihr einen kleinen Stoß auf die Kamera und da reicht wirklich ein bisschen irgendwo anschlagen, hat die Kamera ein Soft-Reboot gemacht, das Bild wurde schwarz und man hat nur noch das OSD gesehen und dann ist man abgestürzt, weil man logischerweise nichts mehr gesehen hat. Was ich dann gemacht habe, ist,
das Kabel von hier einfach hierhin angelötet. Nun ist es so, dass das ist ziemlich einfach, das rüberzunehmen. Ihr nehmt einfach den ersten Pin vom Stecker, lötet den Plus dahin. Der zweite Pin ist der Ground, das ist dann hier. Der dritte ist das Videosignal, das kommt dann hierhin. Und das vierte ist für das OSD, das kommt hierhin. Also ich habe nichts anderes gemacht, als die Pins einfach nach oben gelötet, in derselben, genau selben Reihenfolge, wenn ihr das Kabel eingesteckt hättet. Ich empfehle euch auch, das Kabel von hinten ranzuführen, wenn ihr das lötet, und nicht von außen, also so wie ich das hier gemacht habe. Es gibt einen viel angenehmeren Fit. Das sind die wichtigsten Änderungen, die ich physikalisch gemacht habe. Wenn es jemanden interessiert, das ist jetzt die Crossfire-Variante, aber die FR-Sky, die ich ebenfalls schon so umgebaut habe, habe ich genau gleich gemacht. Ich habe die Antennen einfach hier mit ein bisschen Klebeband um den Rahmen geklebt. Ich hatte auch versucht, mit Kabelbindern da irgendwie eine Antenne zu bauen und den rechten Winkel einzuhalten und all die Dinge. Aber ich habe das so konfiguriert, dass ich die Signalstärke bei Crossfire, ist es ja eine bidirektionale Verbindung, dass ich die Signalstärke sehe, und es ist schlichtweg kein Problem. Ich bin nicht genug weit weggekommen, und um auch nur irgendein Problem mit der Signalstärke auf der Fernbedienung feststellen zu können. Also somit, wenn ihr das so macht, habt ihr kaum Probleme, dass irgendetwas passiert, dass die in die Propeller kommen oder so. Und meine Verbindung war immer sehr gut. Ein Problem, wo ich noch eine gute Lösung suche, ist, dass bei jedem zweiten Crash das LED-Board sich löst. Also das fädelt sich dann so aus und hängt teilweise rum. Wahrscheinlich klebe ich da einfach mal ein bisschen Leim rein, und dann ist das okay. Eigentlich würde ich lieber eine Lösung finden, die dann nicht so permanent ist, aber ja, ist schwierig. Im Moment lebe ich noch damit, bis ich den genialen Geistesblitz habe, wie ich das besser lösen könnte. Ich habe euch noch kurz zwei, drei Tricks und Tipps zu Betaflight. Wie immer findet ihr die Konfiguration meines Copters unten verlinkt. Ich habe vor einiger Zeit alle meine Konfigurationen in ein GitHub-Repository gepackt, und das aktualisiere ich auch immer, wenn ich Änderungen mache. Da findet ihr also immer die aktuellsten Konfigurationen eigentlich aller meiner Fluggeräte, und auch dank dem, dass es versionisiert ist bei GitHub, könnt ihr eigentlich in der Geschichte zurück und schauen, was ich alles verändert habe. Nun, was ich gemacht habe, das ist ein genereller Tipp für Crossfire Quads. Wenn man die schnelle Übertragungsrate von 150 Hz oder was das ist haben möchte, muss man ja bekanntlich im 8-Channel-Modus unterwegs sein bei Crossfire. Und weil da die Channels etwas wenig sind, also ich war verwöhnt von FR-Sky mit seinen 16 Channels, habe ich hier eine Möglichkeit, wie ihr vielleicht einen Kanal freikriegt. Und zwar geht ihr bekanntermaßen, wie ihr das kennt, in das Crossfire Lua-Skript. Müsst ihr selbst wissen, wie ihr das macht. Erkläre ich euch nicht. Habt ihr, wenn ihr Crossfire habt, entweder über den Empfänger selbst oder über Skripts, das solltet ihr ja kennen. Nun, der Trick ist, dass die Kommunikation zwischen der Fernbedienung und dem Quadcopter zwar über 8 Kanäle funktioniert, das verändert sich auch nicht, aber der Empfänger spricht mit dem Flight Controller im Quad drin, mit der vollen Anzahl Channels. Das heißt, vom Empfänger bis zum Quad habt ihr eigentlich alle 12 Channels. Was das nun ermöglicht, ist, dass wenn ihr in den Empfänger reingeht, ich bin da wohl etwas neu, ja, seht ihr 8 Channel Mode. Und wenn ich jetzt hier auf die Channel Output Map gehe, da in die Channel Map reingeht, seht ihr, dass ich überall einfach die Channels rausgebe, ganz klar, wie gewohnt. Aber auf dem Channel 12 habe ich die Link Quality. Die Link Quality ist ja bei Crossfire das, was ihr vom, nicht ganz, aber in etwa, was ihr vom RSSI kennt. Das ist
wenn das runtergeht, solltet ihr vielleicht umdrehen und wieder zurückkommen, weil ihr eine schlechte Verbindung zwischen der Fernbedienung und dem Quad habt. Ihr könnt das also auf Channel 12 setzen und trotzdem nur im 8-Channel-Modus fahren und der Quadcopter kriegt diesen 12. Channel mit. Das funktioniert absolut problemlos. Wenn ich jetzt also hier, das ist ein bisschen hässlich hier, wenn wir jetzt hier auf den Empfänger gehen, seht ihr Channel 12, das ist AUX 8, ne, weil AUX bei 1 anfängt. Ich hoffe, ihr seht das. Da ist im Moment Vollanschlag, natürlich, sie stehen direkt nebeneinander. Aber da wird jetzt die Linkqualität angezeigt oder rübergegeben werden und dann könnt ihr, dass ihr das im OSD seht, da oben den entsprechenden Channel 8 auswählen. Und ihr müsst kein Channel opfern, um die Link Quality zu konfigurieren und in eurem OSD anzeigen. Ein weiterer Tipp, den ich euch habe, der mehr oder weniger nur Crossfire betrifft, die komische Wortwahl, ist, weil das Feature ist bei FRSky automatisch aktiviert. Und es wird dann vielleicht irgendwann mal ja bei Crossfire auch, aber im Moment müsst ihr das von Hand setzen. Und zwar, wenn ihr in der Konfiguration seid, könnt ihr mit dem Kommando, wo habe ich es? Set Report Cell Voltage On, die Zeile 83, wie immer, diese Konfiguration findet ihr auch auf meinem GitHub, könnt ihr einschalten, dass auch die durchschnittliche Zellenvoltage an die Fernbedienung weitergegeben wird. Warum? Ist das so ein großer Deal? Denn ich hatte riesig Freude, als ich das in einem Changelog von Betafly per Zufall gesehen habe. Ich überfliege die Changelogs eigentlich immer, da kommt mein IT-Interesse durch. Und da hat es geholfen. Ich habe gesehen, dass sie das zusätzlich eingebaut haben. Und zwar, wenn ich jetzt die Statistik hier zum Beispiel habe, kann ich mir das hier anzeigen lassen. Oder auch, und das ist der viel wichtigere Grund, und zwar habe ich hier meine Special Functions, die mir sagen, auch zum Beispiel, wie lange meine Flugzeit ist und ähnliche Dinge, das Arming und so weiter, da gibt es andere Videos und wenn ihr Interesse daran habt, sagt es mir, dann kann ich euch erklären, was ich da alles mache. Aber ich habe unter anderem, ich weiß nicht, ob ihr das laut genug gehört habt, mir liest die Fernbedienung die Voltage vor, wenn ich vom Quad, wenn ich diesen Schalter ziehe. Das ist nichts Spezielles, das kann man machen, auch ohne dieses Feature. Aber mit dieser Kombination kann ich nun die Logik in der Fernbedienung, womit die Fernbedienung sagt, hey, deine Batterie ist bald leer, komm mal zurück und lande, die hatte ich vorhin auf, ich sage jetzt einfach mal 14,5 Volt. Und mit den Quadcoptern, die dann 3S oder 2S fliegen, ist es dann äußerst mühsam, weil mir die Fernbedienung die ganze Zeit sagt, oh, du hast zu wenig Strom, komm landen. Und jetzt habe ich endlich auch bei Crossfire die Möglichkeit, das auf, basierend auf der ausgerechneten Cell Voltage zu machen, indem dieses Feld aktiviert wird in Betaflight und dann erhält die Fernbedienung auch die ausgerechnete Cell Voltage. Die ist natürlich nicht ganz genau, das ist auch der Grund, warum das nicht automatisch eingeschaltet ist, denn es nimmt natürlich keine Rücksicht darauf, wenn eine Zelle viel weniger Spannung hat als die anderen beiden. Aber es reicht für mich absolut so einschätzen zu können, wann das ich landen muss und wann nicht. Und da ich alle meine Akkus sowieso nur mit einem Balance Charger lade, weiß ich auch, dass meine Batterien nicht grundsätzlich kaputt sind, sondern eigentlich grundsätzlich in einem guten Zustand. Noch kurz etwas in eigener Sache. Auf meinem Channel hatte ich bis jetzt eigentlich nur Quadcopter-Themen. FPV-orientierte Themen. Auch wenn der Channel eigentlich von Anfang an für all meine Hobbys gedacht war, da gehört Basteln, Making, wie man dem heute sagt, rein, da gehört aber auch Computer, Games, ähnliches gehört da rein. Und der Content in der FPV-Szene auf YouTube-Channels ist schwierig. Ich fliege nicht spannend genug, um rein Flugvideos zu machen und technische Videos braucht es, glaube ich, nicht mehr gleich viele wie vorher. Ich habe auch nicht mehr denselben Need festgestellt
von meinen Viewern und ähnliches. Deswegen werden wohl vermehrt Maker-Themen auch ein Thema werden. Ich werde sicher nicht das Fliegen an den Nagel hängen oder keine Videos mehr dazu machen. Aber ich hoffe, das interessiert euch und ihr habt Interesse daran, etwas über Home-Automatisierung, 3D-Druck, Laser-Engraving, vielleicht ein bisschen CNC und ähnliche Dinge zu sehen. Und auch Elektronik. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao zusammen.